Sie haben sich heute schon intensiv mit der Demokratie aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln befasst. Und nun, fast am Ende des Tages, soll die Perspektive des Sports hinzukommen. Es ist dies eine Perspektive, es wurde kurz schon angedeutet, die von einer breiten Masse der Bevölkerung getragen wird. Denn der organisierte Sport in Baden-Württemberg ist aufgrund seiner Mitgliederzahl, seiner sozialen Reichweite und seiner starken gesellschaftlichen Rolle der größte organisierte Zusammenschluss im Land. Der Landessportverband Baden-Württemberg, der als Dachorganisation fungiert, zählte im Jahr 2023 mehr als 3,8 Millionen Mitglieder in etwa 11.300 Sportvereinen. Sportvereine spielen also eine ganz große Rolle im gesellschaftlichen Leben und der organisierte Sport zählt zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten. Wer an einen Sportverein denkt, denkt wahrscheinlich zuallererst an Fitness, an körperliches Wohlbefinden, an Bewegung. Klar, die Zeit in einem Sportverein ist natürlich in erster Linie eine Zeit des Sports. Aber Sportvereine leisten weitaus mehr. Sie liefern einen unschätzbaren Beitrag zum Gemeinwohl der Bürger. Sie fördern Kameradschaft, Zusammengehörigkeitsgefühl und Solidarität. Beim Training, im Wettbewerb und bei vielseitigen geselligen Anlässen und Veranstaltungen finden die Mitglieder Freude, Freunde und sicherlich auch ein Stück weit Heimat. Es bildet sich im Sportverein unsere Gesellschaft ab, im ganz positiven Sinne. Sportvereine wollen Heimat sein für alle Menschen. Alle Menschen, jeden Alters, jeden Hintergrunds sind willkommen. Alle können und sollen ein Teil der Gemeinschaft sein. Denn die Sportvereine stehen für Vielfalt und Teilhabe, stehen für aktiv gelebte Integration und Inklusion. Damit fördert der organisierte Sport die freiheitlich-demokratische Grundordnung und stellt sich allem entgegen, was unsere Demokratie, ihre Werte und Institutionen aushöhlen will. Als Dachverband des organisierten Sports in Baden-Württemberg ist der Landessportverband dem Bündnis für Demokratie und Menschenrechte beigetreten. Das Bündnis für Demokratie und Menschenrechte ist ein Zusammenschluss verschiedener Organisationen, Institutionen und zivilgesellschaftlicher Akteure, die sich gemeinsam für die Förderung demokratischer Werte und den Schutz der Menschenrechte einsetzen. Zusätzlich zur Erklärung des Bündnisses vom 25. Januar 2024 haben Sportbünde, Sportfachverbände, Sportkreise und Sportvereine ein eigenes Statement verfasst, das gesellschaftliche Positionen stärken soll, die unsere Werteordnung, unsere Demokratie, die Einhaltung der Menschenrechte und das Selbstverständnis eines fairen Sports erhalten und stärken. Mit dieser Erklärung unter dem Titel Sport für Demokratie und Menschenrechte haben die Sportbünde Nordbaden und Württemberg ein wichtiges Zeichen gesetzt. Ein Zeichen gegen Extremismus, Rassismus und Diskriminierung. Ein Zeichen für Vielfalt und Teilhabe sowie aktiv gelebte Integration und Inklusion. Dies geschieht auf unterschiedlichen Ebenen, in ganz unterschiedlichen Organisationsformen, von denen wir nun gerne einige näher vorstellen wollen. Der Badische Sportbund Nord ist die Dachorganisation für gemeinnützige Sportvereine und Sportverbände in Nordbaden, von Pforzheim bis Wertheim, von Mannheim bis Osterbrocken. Der BSB Nord vertritt die Interessen des Sports in der Gesellschaft. Das Bundesprogramm Integration durch Sport wird durch das Bundesministerium des Innern schon gefördert. Schon seit 1989 ist der organisierte Sport eines der größten aktiven Integrationshelfer in Deutschland. Bundesweit gibt es über 1500 Vereine, die durch das Integration durch Sportprogramm in der Lage sind, Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete anzubieten. Durch die engagierte Arbeit in den Vereinen entstehen oft lokale Netzwerke, die über das reine Sporttreiben hinaus und zahlreiche Menschen unserer Gesellschaft zusammenbringt. Die Landessportbünde und Jugenden sind dabei diejenigen, welche die Maßnahmen in den einzelnen Bundesländern koordinieren und umsetzen. Und diese sind vielfältig. Sie können diese in den Folien
entnehmen. Qualifizierung und Weiterbildungsangebote wie Antisemitismus im Sport, Geschlechtergerechtigkeit im Sport, Argumentationstraining gegen rechte Sprüche, Fit für die Vielfalt im Bildungsprogramm bei verschiedenen Fachverbänden und der Badischen Sportjugend, Fachtagungen und Informationsveranstaltungen, Mitgliedschaften in Gremien und Bündnissen wie der AG Integration zugewandter Menschen des Städtetags Baden-Württembergs, der Runde Tisch Integration des Rhein-Neckar-Kreises, Beteiligung an Aktionstagen wie den internationalen Wochen gegen Rassismus oder der Durchführung der Programme Integration durch Sport und Zusammenhalt im Sport sowie Willkommen im Sport mit Sportbünden in Baden-Württemberg. Der Badische Fußballverband engagiert sich aktiv für Demokratie, Vielfalt und Toleranz im Fußball. Diese Werte sollen nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch in der Gesellschaft gefördert und verankert werden. Zu diesem Zweck hat der Badische Fußballverband verschiedene Programme und Initiativen ins Leben gerufen, um demokratische Werte zu stärken und gegen Diskriminierung vorzugehen. Er beteiligt sich an Kampagnen wie Fußball gegen Rassismus oder Vielfalt gewinnt, die sich gezielt gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung richten. Durch Aktionen auf dem Spielfeld und in den Vereinen wird ein klares Zeichen gesetzt, dass Intoleranz keinen Platz im Fußball hat. Der BFV organisiert regelmäßig Workshops, Seminare und Schulungen für Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Vereinsverantwortliche, um sie für demokratische Werte zu sensibilisieren. Themen wie Respekt, Fair Play, Zivilcourage und der Umgang mit Konflikten werden hier behandelt. Er arbeitet auch eng mit Schulen zusammen, um Kindern und Jugendlichen von klein auf demokratische Werte zu vermitteln. Durch Projekte wie Fußball-AGs oder Schulfußballprogramme werden Werte wie Teamgeist, Fairness und Respekt gefördert, die grundlegende Bestandteile einer demokratischen Gesellschaft sind. Der Badische Fußballverband bietet Anlaufstellen für Betroffene von Diskriminierung, Hass und Gewalt und unterstützt Vereine bei der Aufarbeitung von Vorfällen. Auch Präventionsmaßnahmen werden bereitgestellt, um sicherzustellen, dass sich alle Mitglieder eines Vereins sicher und respektiert fühlen können. All diese Maßnahmen zeigen, dass der Badische Fußballverband den Fußball auch als ein Mittel nutzt, um nicht nur sportliche, sondern auch gesellschaftliche Ziele zu verfolgen. Er hat dabei als großer Fachverband mit 230.000 Mitgliedern eine nicht unerhebliche Reichweite. Auch der Württembergische Judoverband setzt sich auf verschiedene Weise für demokratische Werte und gesellschaftliche Verantwortung ein. Die Sportart Judo ist hierfür prädestiniert. Da Judo eine Kampfsportart ist, die auf Respekt und Fair Play basiert. Diese Werte werden durch das Training und den Wettkampfbetrieb gefördert. Der Württembergische Judoverband betont diese Prinzipien auch und achtet diese nicht nur auf der Matte, sondern auch im sozialen Umgang, die unter den Mitgliedern gelebt werden. Hierfür hat er einige konkrete Maßnahmen und Initiativen im Sinne der Demokratie und gesellschaftlichen Verantwortung ergriffen. So zum Beispiel das Projekt Zusammenhalt im Sport in Baden-Württemberg. Er unterstützt Vereine darin, sich aktiv zu demokratischen Prozessen zu bekennen und diese nach außen sichtbar zu machen. Sich gegen menschenfeindliche Ideologie zu positionieren und Vereinsstrukturen partizipativ zu gestalten. Das Kernstück des Projekts sind die Coaches für Zusammenhalt im Sport. Sie begleiten Sportvereine unter anderem bei der Erarbeitung und gelebten Umsetzung von Werteleitbildern oder unterstützen in Form von prozessbezogenen Beratungsgesprächen bei konkreten Vorfällen und Problemen. Diese Coaches für Zusammenhalt moderieren im Rahmen eines Demokratiefrühstücks auch informelle Gesprächsrunden, bei welchen Vereine
bei der inhaltlichen und strukturellen Reflexion ihrer Vereinsangebote und ihrem Status quo abgeholt und gleichberechtigte Partizipationsmöglichkeiten geschaffen werden. Darüber hinaus leisten diese Coaches für Zusammenhalt im Sport bei Bedarf auch Vernetzungsarbeit zwischen den Vereinen. So soll auch dafür gesorgt werden, dass Diskriminierung und jegliche Form von Extremismus bzw. antidemokratische Einstellungen keinen Weg in den Sport finden. Lassen Sie uns von der Ebene der Verbände zu einigen Beispielen aus Vereinen kommen und mit der Turnerschaft Mühlburg beginnen. Die Turnerschaft Mühlburg ist ein Sportverein im Westen von Karlsruhe mit unterschiedlichen Abteilungen und einem vereinseigenen Fitnessstudio. Sie bietet eine Vielfalt an Aktivitäten und Sportarten an, von Handball, Yoga und Tennis über Leichtathletik, orientalischen Tanz, Turnen bis hin zu Ski, Gesundheitssport, Senioren, Krafttraining und ganz vieles mehr. Die Turnerschaft Mühlburg plant aktuell verschiedene Aktivitäten, unter anderem Workshops zum Thema Demokratie und menschenfeindlichen Ideologien entgegenwirken. Ihr Statement: Wir sehen uns als Sportverein in der Verantwortung, einer menschen- und demokratiefeindlichen Tendenz entgegenzusteuern. Daher möchten wir die aktuelle gesellschaftspolitische Debatte über Rassismus und Ausgrenzung in Deutschland aufgreifen und zu diesem Thema einen Workshop, einen Vortrag anbieten. Der Männerturnverein Karlsruhe ist ein Mehrspartenverein, der aktuell etwa 1250 Mitglieder hat, davon 500 Kinder und Jugendliche. Der Verein ist ein moderner und entwicklungsfähiger Verein in unserer Gesellschaft und übernimmt Verantwortung und gestaltet diese. Das soziale und sportliche Engagement verbindet sich in besonderer Weise. Als offener Verein setzt sich der MTV nicht nur für seine Mitglieder ein, er tut auch um das Wohl der Karlsruher Bürger und Bürgerinnen bedacht. Aktuell befindet sich der Verein, der sich als ein Familienverein versteht, in einem umfassenden, moderierten Vereinsentwicklungsprozess, der auch eine mögliche Umbenennung in den Blick nehmen soll. Vorstandschaft und Mitglieder schauen über den Tellerrand hinaus und engagieren sich auf besondere Weise, zum Beispiel mit der Errichtung einer Plakatwand gegen Rassismus und Ausgrenzung auf dem Vereinsgelände. Oder alle Übungsleiter und Abteilungsleiter erhalten T-Shirts mit dem Logo des Bündnisses für Demokratie und Menschenrechte. Wir verlassen Karlsruhe in Richtung Norden, in meinen Sportkreis, in Richtung Mannheim und kommen zum MEAC, der in der Region Rhein-Neckar das umfangreichste Angebot auf dem Gebiet des Eishockeysports bietet. Der Verein MEAC Eishockey Mannheim e.V. bemüht sich um die Förderung von jungen Eishockeyspielern und bildet zudem Nachwuchstalente ganz gezielt aus. Damit bietet er jedem Spieler die Möglichkeit, sich entsprechend seiner Leistungen und Neigungen mit Unterstützung des Vereins weiterzuentwickeln. Zum ganzheitlichen Ausbildungskonzept gehört es, je nach Qualifikation und Alter der Spieler, nicht nur den Sport zu betreiben. Der MEAC hat den Anspruch, jungen, leistungsorientierten Menschen auch durch die Kombination von Schule und Sport eine breite und solide Basis zur Persönlichkeitsentwicklung und damit zur Demokratiebildung zu bieten. Hierfür wurde ein umfangreicher Beratungsprozess für die Vorstände des Vereins zum Umgang mit Diskriminierung durch Zusammenhalt im Sport in die Wege geleitet, und das Sensibilisierungsangebot Zivilcourage im Sport wird für die Übungsleitenden konsequent umgesetzt. Zivilcourage im Sport für mehr Demokratie und Respekt im Sport ist ein Bildungsangebot des Landessportverbandes im Themenbereich Vielfalt und Teilhabe. Es wird aktuell im Rahmen der Einander-Aktionstage in Mannheim umgesetzt. Mit 75 Veranstaltungen von über 100 beteiligten Einzelveranstaltern bieten die Einander-Aktionstage jetzt im September, Oktober 4 Wochen lang ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm mit spannenden Veranstaltungen rund um das Thema Zusammenleben in Vielfalt. Auch der MEAC ist hier dabei, wobei diese Teilnahme nur eine von vielen Aktionen ist. Der Maßnahmeplan zur Demokratieförderung im Verein ist vielfältig.
Die Thai Bombs, ebenfalls in Mannheim, sind ein Verein für Muay Thai, ein asiatischer Vollkontakt-Kampfsport, bei dem mit Fäusten, Ellbogen, Knien und Füßen geschlagen wird. Muay Thai wird auch The Art of the Eight Limbs genannt. Seine historischen Wurzeln lassen sich bis zu 1000 Jahre in der thailändischen Geschichte zurückverfolgen. In Kampfsportarten, wir haben es vorhin vom Judo-Verband schon gehört, ist das Bekenntnis zu demokratischen Werten besonders wichtig, weil diese Sportarten auf Disziplin, Selbstbeherrschung und gegenseitigem Respekt basieren. Ohne diese Werte können Kampfsportarten leicht missverstanden oder sogar missbraucht werden. Demokratische Werte wie Zivilcourage und Verantwortung werden im Kampfsport besonders gefördert. Sportler lernen, für sich selbst und andere einzustehen und Konflikte konstruktiv anzugehen. Diese Prinzipien sind auch im Alltag entscheidend und helfen, eine aktive und verantwortungsbewusste Bürgerschaft zu fördern. So positionieren sich die Thai-Bombs klar gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und bieten queere Trainings, um Schutzräume zu schaffen und Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Im Rahmen von Kooperationen mit Schulen, in Grundschulen beispielsweise, in Geflüchteten, in WABO-Klassen, in Berufsschulen, in sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, werden Antirassismus-Trainings, Gewaltprävention und Selbstverteidigungskurse für Mädchen und Frauen angeboten. Kooperationen spielen für die Thai-Bombs in der Umsetzung ihrer Ziele eine ganz wichtige Rolle, so zum Beispiel die mit dem Queeren Zentrum Mannheim oder der Jugendförderung der Stadt im Bereich der Gewaltprävention. KSC tut gut. Das ist das Motto des sozialen Engagements des Vereins und ist die Nachhaltigkeitsdachmarke des KSC. Es stützt sich auf die drei übergeordneten Säulen Vielfalt, Bildung und Umwelt. Der KSC ist Unterzeichner der Charta der Vielfalt, die ihm seine internen Leitlinien vorgibt, Vielfalt wertzuschätzen und zu leben. Bei der Charta der Vielfalt handelt es sich um eine Arbeitgeberinitiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen. Sie wurde im Dezember 2006 von 4 Unternehmern ins Leben gerufen und von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration unterstützt. Ziel der Initiative ist die Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Arbeitswelt und der Arbeitswelt. Alle Arbeitnehmer sollen Wertschätzung erfahren, unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft, Nationalität, Geschlecht, körperlicher und geistiger Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft. Mit dem Projekt KSC macht Schule möchte der KSC Schulen in der Region Karlsruhe durch sportliche, soziale und pädagogische Aktivitäten unterstützen. Der KSC engagiert sich dabei aktiv in der Bildungsarbeit und nutzt den Sport als Mittel, um Werte wie Teamgeist, Fairness, Respekt und Disziplin zu vermitteln. Das Projekt umfasst eine Vielzahl von Aktivitäten, die von KSC-Trainern, Spielern und anderen Vereinsmitgliedern durchgeführt werden, wie zum Beispiel Trainings-, Projektwochen oder Thementage, Sprachförderung oder Hausaufgabenbetreuung. Das Projekt ist eine Ergänzung zum regulären Schulunterricht, unterstützt die Schulen bei der ganzheitlichen Erziehung und stärkt die Bindung zwischen dem Verein und der Region. Es trägt zur Förderung von Bewegung, sozialer Verantwortung und demokratischer Werte bei und zeigt, wie der Sport als Plattform für Bildung und Persönlichkeitsentwicklung genutzt werden kann. Im Umfeld des KSC hat sich der gemeinnützige Verein Blau-Weiß statt Braun im Dezember 2000 als Initiative der KSC-Fans gegen Rechtsextremismus gegründet.
Er steht für Toleranz und Gewaltfreiheit unter Fußballfans. Vor allem jugendliche Fans sollen bewahrt werden in dem Wirkungskreis gewalttätiger oder fremdenfeindlicher Gruppierungen zu geraten. Der Verein wendet sich damit gegen jede Form der Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung von Minderheiten, wie sie gerade in der Szene der Fußballfans anzutreffen sind. Er nimmt sich zum Ziel, die Kultur der Fanszene zu analysieren und um fremden- und minderheitsfeindliche Tendenzen aufzudecken und diesen entgegenzuwirken. Dazu gehören zum Beispiel fremden- oder minderheitenfeindliche Gesänge, Sprechgehöre und Gesten. Blau-Weiß statt Braun hilft mit, eine Kultur unter Fußballfans zu entwickeln, die von den Gedanken des sportlichen fairen Wettkampfs darüber hinaus auch vor allem von den Gedanken von Toleranz und Gewaltfreiheit bestimmt ist. Er sucht die Zusammenarbeit mit gleichartig orientierten Vereinigungen anderer Regionen, um die Begegnung von Fußballfans im Sinne der Gewaltfreiheit und Toleranz zu gestalten. Wir haben einige Trainingsstätten für Demokratie aus dem gelebten Alltag von Vereinen und Verbänden aufgezeigt. Es war ein kleiner Ausschnitt und wir könnten sicherlich noch zahlreiche weitere Beispiele benennen. Eines ist aber sicherlich aus den gewählten Beispielen deutlich geworden. Und das möchte ich abschließen mit den Worten von Gerd Rudolph, unserem Präsidenten des Badischen Sportbundes. Sportvereine sind gelebte Demokratie, leisten konkrete Daseinsfürsorge und bedeuten Gemeinschaft, Annäherung und Zusammenhalt.